Freunde, weiter geht's. Ja, ich habe mich gerade mal ein bisschen auf der Karte umgeguckt, während ich eine kleine Pause gemacht habe. Warum ich lache, ist egal. Okay, alles klar. Oh, wir müssen diese blauen Teile hier raushauen. Okay. Und müssen jetzt wieder in den Raum finden, wo wir den Schlüssel benötigen. Und das war meines Wissens nach, da müssen wir da hoch. Ich muss jetzt gerade mal mich konzentrieren hier. Aufhören zu lachen am besten. So, dann hauen wir den noch raus. So. Ja, und jetzt kommt die Geschichte. Da habe ich am Anfang gedacht, ich habe da einen Fehler gemacht. Müsste unten erst einen raushauen, dann hier oben zwei und unten wieder einen. Aber ich kann ja hier rüberrollen. Wobei das andere auch geht. Es ist sehr viel bequemer, wenn man Probleme hat, hier rüber zu rollen. Aber, ja. Wir holen uns jetzt erstmal den Master... Das ist erst der dritte Part. Ich hole mir schon den Master-Schlüssel und habe dann Tempel eigentlich auch dann schon fast so gut wie beendet. Ich muss gerade mal gucken. Ich habe schon 11 Feen. 4 fehlen noch. Und ich bin mir aber auch nicht hundertprozentig sicher, wo die alle sind. So, da ist eine. Dich machen wir erstmal platt. So, du bist down. So, erstmal ganz schnell hier drüben freiballern. Ohne, dass wir getroffen werden von diesem Viech. Arsch. So, und dich mache ich dann so platt. Mit dem Feuerpfeil. Jetzt. Schauen wir erstmal, ob hier ein paar Herzen sind. Nö, nur Magie. Jetzt, will ich mir, das sparen, da reinzuklettern, wobei wir da sowieso nicht rein können. So, und braucht die normalen Pfeile? Pfeile? So, wir sehen mal wieder diese Blubberblase nicht. Aber wir haben sie getroffen. Ja, das liegt an diesem komischen Emulator, also... Mach mal aus und nimm die mal. Aber da ist jetzt schon die Fee, das ist die Nummer 12. Jetzt lass mal hier ein paar Herzen rausspringen. Aua. Danke. Wobei das jetzt eigentlich dämlich war, nach Herzen zu suchen. Weil wir ja sowieso die Fee bekommen haben. So, hier haben wir... Dinofol. Ich will mit Zwischen, Zwischen. Dinofol, genau. Aua. Autsch. Autsch. Ja, komm mal her, du Fee. Ah. Jetzt habe ich dich. Nein, nicht Feuerspuck. Fuck. Ich habe ja Gott sei Dank wieder eine Fee dabei. Na, komm schon. Geht doch, geht doch, geht doch. So, dann kommen wir, bekommen wir noch eine Fee. Und jetzt fehlt uns nur noch eine. Wo wir die bekommen, ist eigentlich ganz einfach so. Wie kommen wir jetzt darüber? Das ist die andere Frage, ne? Gar nicht. gar nicht. Okay. Doch, doch, doch. Wir kommen darüber. Wir kommen darüber. Tatsache, wir kommen darüber. Aber dafür müssen wir wieder da runterspringen. Autsch. So, brauchen erstmal den Goron. Dann hauen wir hier alles erstmal kurz und klein. So. Sehr schön, wir bekommen hier nochmal alles voll gemacht. Und jetzt kommt die Rückkehr von unserem Freund. So. Ach ja, genau, genau. Genau. Wir müssen jetzt erstmal hier rüber. So. Es geht auch anders, aber das ist mir jetzt eindeutig zu viel Arbeit.
Aber bevor wir uns den Masterschlüssel holen, mache ich mir erst den kurzen oder erst den langen Weg? Ich mache mir erstmal eine Übersicht, wo wir hin müssen. So, und zwar Karte oben links. Das wäre da. Da. So, denn bevor wir voreilige Schlüsse ziehen und uns den Master Key holen, will ich mir erstmal noch die letzte Fee holen. So. Dafür will ich jetzt erstmal ein bisschen kreisen, ein bisschen hin und her fliegen. So, denn das dauert jetzt ein bisschen. Ja, komm schon. Ein bisschen schneller. Da unten. Wie erkläre ich das jetzt? Ich gehe mal hier ein Stück rüber. Jetzt rechts neben meiner Rubinenanzeige, für die, die das Spiel nicht kennen, da ist die Fee. Rechts neben meiner Rubinenanzeige. Also neben dieser 4. Da ist die letzte Fee. Da wollen wir hin. Ich will mich jetzt nicht fallen lassen, weil ich dann Angst habe, dass ich das Ding verfehle. Ich könnte es jetzt natürlich mit einem Save State versuchen, aber nee, wir spielen das wie auf der Konsole und gut ist. Ja, nein, nicht landen, nicht landen. Oh mein Gott. Landen wäre jetzt total verkehrt. Ja, dann müssen wir zwar den ganzen Weg wieder nach oben, aber der Weg, der lohnt sich. Ich könnte mir auch. Das mache ich nicht. Ich könnte auch zuerst die Feen abgeben. Und dann den Endboss machen. Aber das lasse ich. Nee, das mache ich nicht. Das wäre langweilig. So. Bisschen hin und her. Ah, wir können nicht mehr landen. Das ist schon mal sehr gut. So. Und hin und her. So, und jetzt gehen wir mal langsam an die Wand. Ja. Ja. Und verschwinden in der Wand. So. Können wir natürlich mit dem Auge der Wahrheit sehen, aber das wäre ja langweilig. Komm mal her. So, sehr schön. Dann müssen wir darüber. Meines Wissens nach. Denn hier geht's nach oben, genau. Bleiben wir direkt mal an der Kuh. So. Dann geht es darüber. Jetzt kann ich mich eigentlich schon gleich in einen Goron verwandeln. So, jetzt haben wir schon so viel Zeit verplempert in diesem Part. Aber wir brauchen mal wieder nur 4 Parts für einen Tempel. Zwar ein bisschen längere Parts als beim Dämmerwald-Tempel, aber immerhin. So, jetzt müssen wir wieder darüber rollen. Und wieder runter. Kling, kling. So. Denn uns fehlt ja noch was. Der Master Key. So. Eigentlich, wie gesagt, habe ich jetzt pro Tempel im Grunde genommen nur 3,5 Parts gebraucht. Weil, den Endboss, für den Endboss brauche ich ein Part. Nicht unbedingt einen ganzen, aber das wird in diesem Part nicht mehr geschehen. So. Und, den kennen wir doch noch. Komm schon, schneller. Okay. So, wo ist er? Da. Einmal. Und jetzt ist er da oben. Ja. Zweimal. Und jetzt. Oh. Komm. Jetzt will ich auch mal wissen, wie der heißt. Zaurob. Na. Das war sehr dämlich. Schnell runter vom Eis. Ja, weil ich neugierig war und wissen wollte, wie der Miniboss nochmal heißt. So, jetzt rennt er erstmal. Und jetzt machen wir ihn platt. Da.
Und da. Und nochmal da. Yeah! Komm, gib mir mal ein paar Pfeile. Nicht? Keine Pfeile? Dann schauen wir mal, was hier oben so drin ist. Ich glaube, diese Krüge hier habe ich noch nie zerdeppert. Ah, schön. Pfeile. Wunderhübsch, wunderhübsch. Jetzt geht's nämlich erstmal hier raus. Da haben wir ihn schon. Den Master Key. Und ich werde jetzt mal nebenbei einen Schluck trinken. Du hast den Masterschlüssel gefunden. Jetzt kannst du die Tür zur Kammer des Bosses aufbrechen. Was haben wir denn hier? Noch mehr Pfeile. Können wir zwar nicht gebrauchen, aber okay. So. Was nun, was tun? So, ich buxiere Link jetzt noch vor der Boss-Tür. So. Und werde mich in einen Goron verwandeln. Ja. Das war sehr clever. Genau, Link, hau die Schneebälle mit deinem Schwert kaputt. Ja. Komm, nimm mal alles mit, was wir kriegen, auch wenn wir es nicht brauchen. Naja, brauchen tun wir es eigentlich schon, aber... ist ja alles voll. So. Wenn wir jetzt natürlich runterfallen, das wäre peinlich. Da wäre es auch schon fast passiert. So, und ich möchte als Link in diese Tür hinein. Boah, das war das erste Mal, dass das wirklich mal beim... Na, komm. Ich gehe jetzt wenigstens noch... Ach, komm. Komm, scheiß drauf. Ich mach den Endboss jetzt. Ich mach den Endboss jetzt. So. Wir haben ja Zeit. So. So, und das ist unser zweiter Endboss. Ein riesiger, stählerner Stier. Stählerner Albtraum. Gut. So. Schnell ein Krone und hinterherrollen. So, es zählt jetzt, ihn am Arsch zu packen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Wir könnten ihn jetzt auch mit Feuerpfeilen beschießen. Aber da habe ich jetzt persönlich keine Lust drauf. So. Jetzt werde ich mir aber den Spaß erlauben und ihn zum Brennen bringen. Jetzt zweifeln wir mal wieder die Logik des Spiels an. Stahl brennt. Nein! Ah, dammit. Ja, seht, ganz so einfach ist der auch nicht. Das war mir so klar. Ah! Warum? Natürlich genau da, wo ich keine Fahrt aufnehmen kann. Na, komm schon. Ah. Und ihr seht, ganz so einfach ist der nicht. Aber hier kann ich wenigstens Fahrt aufnehmen. Sehr schön. So. Jetzt kriege ich dich am Arsch. Zwar besonders schön ist es, wenn wir ihn im Flug erwischen. Denn dann bleibt er mal kurz liegen und wir können ihn mit einem Feuerpfeil treffen. Ich glaube, der Feuerpfeil, der bringt da schon echt was. Denn jetzt fallen schon die Stacheln von der Decke runter. So. Jetzt kriege ich dich wieder am Arsch. Nein. Ah, fuck. Ich glaube, das wird das erste Mal in meiner kompletten Spielekarriere sein, dass ich gegen diesen Boss eine Fee brauche. Ich bin hier sonst nie gestorben. Muss ich dazu sagen. So. Na, das war dämlich.
Weil ich hier wieder keine Fahrt aufnehme. Doch, hier kann ich Fahrt aufnehmen. So, wird uns dieses eine Herz reichen? Ja, ja, komm schon, komm schon. Oh! Ich bin ja froh, dass er noch keine Bomben wirft. So. Und voll in die Seite rein. Nein, nein, nein. Natürlich, da wo ich wieder keine Fahrt aufnehmen kann. So. Wunderhübsch. So. Aber er ist doch schon ganz schön am Brennen und am Lodern. So, jetzt gehen wir wieder vorne in die Beine rein. Und passen auf, dass er uns nicht trifft, wollte ich gerade sagen. So, damit wir nicht sterben. Na, das war dämlich. Damit wir nicht sterben, nehmen wir einfach die Fee jetzt. Weil ich vergesse immer wieder, dass wir nur 3 Herzen haben. Wow. Jetzt könnten wir ihn theoretisch auch mit Feuerpfeilen abschießen. Wir müssen nur aufpassen, dass er uns nicht trifft. So. Und wieder getroffen. Und wieder getroffen. Und aufpassen. Ja. Ja, das war jetzt ein Lag. Ich habe gedacht, es wäre schon vorbei. Komm schon. Na, was ist denn jetzt los? Oh. Was mache ich denn? Warum schießt du keine Pfeile, Link? Warum schießt du keine Pfeile? Naja, egal. Ach, natürlich, im Flug erwischt, du Arsch. Ja, jetzt wirft er die Bomben. Jetzt muss ich aufpassen. Ah, das war clever. Das war geil gemacht. So, bloß nicht direkt hinter ihn. Nicht von den Bomben treffen lassen, auch nicht in die Bomben rein. So, und voll in die Beine, voll in die Beine. Und du triffst mich nicht. So. Na, jetzt hätte ich es clever machen müssen. Naja, komm schon. Lange dauert es nicht mehr. So. Also der Endboss ist eigentlich ganz simpel, immer hinterherrollen und einfach in die Beine rein oder eben durch Tricks. So, da haben wir auch schon an der direkt richtigen Stelle getroffen. Und was macht er nun? Pam! Siegerschluck. Jetzt ging der Part halt mal 20 Minuten, aber der nächste Endboss im nächsten Tempel, der wird interessant. Denn ich sag immer, der ist schwer. Aber dann ist er doch nicht so schwer. So, jetzt nur aufpassen, dass ich das Herzteil nicht einsammle. Aber wir gehen hier noch nicht rein. So, das machen wir im nächsten Part. Ich sag tschüss, ciao, ciao, euer Mr. Nightfox.